Servus aus der Oberpfalz. Bin gerade unterwegs in so einem Weihergebiet. Also in dem habe jetzt meine Nordic Walking Runden vollendet. Und ja, weil ich jetzt schon da bin, zeige ich dir mal das Weihergebiet und ein paar coole Ansichten. Jo, und ich mache das ein bisschen anders. Und zwar wird jetzt das ein One-Take. Also das heißt, wir gehen jetzt die komplette Weihe runden mit dir. Ohne Cut. So lang wird es nicht. Ja. Und zeig dir das einmal, wie das da ausschaut. Ja, also quasi, ich habe jetzt da vorne auf Aufnahme gedrückt. Und wenn ich dann da zurückgehe, drücke ich wieder auf Aufnahme. Und dann ist gut. Sollte das jetzt zu fad werden, ja, dann wünsche ich dir trotzdem einen schönen Tag. Ich habe ein paar Fotos gemacht, die habe ich in meinen WhatsApp-Status gepostet und auf Facebook und auch sonst was. Halt auch nur mein iPhone, weil ich jetzt da nicht meine Kamera mitschleppe und ich habe eh keinen Bock auf Fotografin. Ja. Ah ja, falls du denkst, ich suche nichts mehr. Ja, nee, ich suche schon noch was. Das ist der kühle Wald. Also wer solche Spiegelungen fotografieren will in aller Früh, ist dieses beste Licht. Kannst so richtig cool halt so, ja, halt so Spiegelungen fotografieren. Ja, so wie da, dass sich das halt dann so spiegelt in der Wasseroberfläche. Wenn jetzt das nicht einmal nachläuft, das Geblubber da drin und das so richtig spiegelglatt wäre, dann ist cool. Oder ohne Wind, ja. Und dann vielleicht auch noch das bisschen umdrehen, dass du nicht mehr weißt, was eigentlich der Himmel ist oder so. Fuck, hey, Alter, ey. Yay. Ja, typisch, hey. Ich dachte, jetzt liege ich in den Graben drin. Schön, gell? Ja, cooles Büttel. So. Der ist jetzt hell und der ist dunkel. Und ich hätte jetzt auch erst so gehen können, ja, im Hellen. Aber ich habe das Problem, oder was weiß ich, die GoPro hat halt immer das Problem mit der Belichtung. Ja. Darum wird dir vielleicht schon aufgefallen sein, dass wenn ich mich irgendwie selber filme, meistens nie in Richtung der Sonne bin. Ja. So den Hintergrund weiß ich dann halt alles überzeichnet und ich das erst einstellen müsste. Ja. Und ja, ist halt blöd. Filme übrigens in HD. Weil 4K für den Arsch ist. Ich habe gerade auch ein Büttel gemacht. Ja.
Ja, und was seit gestern der Fall ist, also es ist so, ich habe jetzt laufend eigentlich die Weihe überprüft auf irgendwelche Froschvorkommen oder Amphibienvorkommen. Und seit gestern ist es jedenfalls so, dass ich sprich nur von der Region, ja. Natürlich ist es mal ganz anders, aber bei uns ist es halt so, dass gestern die ersten Frösche angefangen haben zum Quaken. Ich mache den Begriff Quack nicht, weil ein Frosch macht nicht Quack. Ja, kein einzigen Frosch, der Quack macht. Quack war wenn dann die Enten, aber nicht die Frösche. Bloß besser ist es dann auch nicht. Ja, jedenfalls ist es so, der Frosch quackt nicht. Aber wir können uns darauf einigen, dass ich das halt jetzt einfach so suche. Ja. Ja, das sind halt Kröten. Jedenfalls ist es so, ich habe jetzt nachts geschaut vor ein paar Tagen, ob halt der Laubfrosch schon an die Weiher, also an die Weiher gekommen ist. Und war noch nicht der Fall. Vor zwei Tagen oder so, oder vor drei Tagen, war ich in einer unserer amphibienfreundlichen Geländeformationen, nennen wir es mal so, und habe die erste Goldbach unten rufen gehört. Ja. Dann bin ich nachts in den Wald, war aber noch kein Laubfrosch. Gestern war ich nochmal dort und hab halt die ersten Goldbach unten gesehen. Das heißt, eigentlich müsste der Laubfrosch jetzt dann auch schon mal rauskriechen. Ja, das ist auch super. Hey, da oben hast du die Wolken über die Bäume. Jetzt ist als Foto warst mit dem Ding drin. Ist cool. Und da oben am Berg siehst du jetzt eh nicht. Ist irgendwas drauf, weil ich weiß, was sein soll. Schauen wir dann an. Jedenfalls würde ich jetzt die Tochter einmal zum Unkenfilmen fahren und zeige ihr meinen Kanal. Habe ich vor. Das ist wahrscheinlich dasselbe mit der Hummel. Ja, hab ich heute nicht gemacht. Aber die Unken sind richtig cool. Also, ich habe ja schon viel Amphibien fotografiert, aber den Unkenruf, der ist schon sensationell. Jetzt in meinem Blog schaust, also www.radioregen.com. Wetter.de habe ich die Unkenrufe mit meinem iPhone gefilmt gestern. Die sind online. Das ist ein alter Mönch. Also, das ist ein alter, ein nicht genutzter Mönch. Und da habe ich von der Weih, also ich bin erst da gegangen, dann, also ursprünglich. Da habe ich gedacht, das ist ein Mätterl. Und dann komme ich da hin und dann war es ein Mönch. Der schaut schon wie so ein Fischreichern. Wenn man so Forellen reichert. Ja. Er ist traumhaft, gell? Also ich mache die Spiegelungen. Das ist richtig cool. Ich könnte jetzt da in den Wald rauf, aber mache ich nicht. Und das ist wahrscheinlich so ein Spechtloch. Schau her. Da auch noch. Jo! Ah, sollst du nicht mich sehen, sondern das, was du verpasst, wenn du jetzt nicht gerassen bist. Und das sehen sollst, was ich halt jetzt sehe. Ein Radfahrer. Servus! Ich denke es euch. Ja. Unfreundlicher Batzen, Alter, die hat mich überhaupt nicht gerissen, kommt mir erst. Naja, egal. Ich denke, dass mich die eh nicht gesehen hat im Schatten dieser Wälder. Wenn du nämlich von draußen rein schaust, siehst du in der Finsternis gar nichts. Brauchst du nicht auf Schweden, hey, oder auf die Lofoten, oder Norwegen, oder an die See, oder in die Tourismus-Sachen, wie den Steinberger See, oder was du siehst, immer quasi alle hinfahren, ja. Jeder Weiher ist da cool. Wenn du dir das anschaust, ein bisschen Nebel vorstellst, da wächst sogar ein Kiefer drauf. Ja. Die Spechte rufen.
Und eine McDonalds-Tüte, ne? Hat irgendeine Tüten, so ein Wichser da reingeschmissen hat. Wahrscheinlich vom Auto, also nur schön gefressen da und dann da reingeschmissen. Ey, solche Arschlöcher, du. Ja. Muss ich mal wieder zusammenräumen in den Wäldern. Aber da kommst du ja nicht mit, da liegt da irgendwas drin. Naja, jedenfalls geht mir da jetzt ich wieder dafür. Ja, schau, da siehst du nichts, was da noch steht. Was da jetzt fotografisch oder so der auffällt, ist halt so die Ansichten der Asse mit den bezaubernden Wasserspiegelungen im Sonnenlicht. Hören jetzt schon immer. Ja. Also, das ist halt am besten im Gegenlicht. Weil da ist halt jetzt die Sonne hinter dem Wald, das marschiert halt alles dann in die Dunkelheit. Und wenn du jetzt bloß da in der Sonne entlang rennst, ja, wenn du sagst, hey, ich gehe jetzt bloß über die Wiesen und du schaust halt die andere Seite nicht an, weil du denkst, bäh, hock jetzt da nicht da in dem Schattenbereich, gell? Dann willst du im Endeffekt gar nicht was verpasst. Du sollst dir mal alles anschauen, das große Ganze. Nicht bloß über den Teil. Weil wenn dir dann einer sagt, hey, in der Früh ist es ja da voll schön und du denkst, ja, die blöde Arschweihe da. Ja, bin ich doch schon 100 Mal da gegangen. Ja, naja, vielleicht schon, aber nicht da hinten. Der Frosch. Da sieht man ein paar Fische an der Wasseroberfläche. Also ich sehe halt ein paar Fische an der Wasseroberfläche, aber da breit jetzt ein Zoom. Zoom. Boom. Brummt der Flieger, der hat ja recht selten zur Zeit. Hey, das Gute mit dem Corona, also das ist das Gute, natürlich ist schlecht, aber halt das Gute in der jetzigen Situation, nennen wir es mal so, dass keine, da oben fliegt was, weil ich jetzt nicht weiß, was ist, was keine Kondensstreifen da oben haben. Ist halt alles so, ja, ruhig und sauber.
Da tanzen ein paar Bachstelzen. 1, 2, 3. Doch schön da in der Freistelle, die ich Vogel zuschauen. Oder halt draußen sehen. Hören wir die Vögel singen. Das Wasser pluppert. Und die frische Quaken. Und ab und zu mal so ein Auto vorbeifährt mit ungefähr 800 km/h. Aber es ist ja jetzt nicht so. Das ist schon mal. Man kann auch Vögel gut zuschauen, wie es halt so Nahrung fangen. Ja, wie so Mücken oder Kichererbsen zum Beispiel. Wenn die Falter fliegen und der Vogel dann aus dem Busch esse, bam, und wieder rein. Wenn es dann in die Körner füttern und so. Also es gibt halt die Rassen viel zum Sehen, das war auf den ersten Augenblick ist das so unscheinbar. Ja, weil man das halt nicht sieht. Oder wenn du das bloß so mal kurz über den Weiher schaust, dann siehst du halt eigentlich, also du siehst nicht, was sie da tut. Da musst du echt lang hinschauen. Und wenn man so denkt, ja, das ist ja voll fett, ist nicht fett. Ist super. Das war übrigens ein Buchfink. Ja, für wen filme ich das eigentlich, gell? Wir schauen jetzt schon 20 Minuten das sicher. Ja. Vielleicht gibt es ja leider eine Rasse können. Weil sie krank sind. Ich meine jetzt nicht Corona, aber halt einfach nicht eine Rasse gehen können. Ja, und dann sind sie wahrscheinlich froh, dass ihnen jemand von draußen was zeigt. Also, das ist jetzt quasi der Sinn von dem Video. Dass du halt das siehst, wie es da ausschaut, in einer virtuellen Wanderung. Ja, okay, wie auch immer. Ich gehe jetzt zur Ferie und wenn ich an mein Auto bin, schalte ich das Ding aus. Und dann lade ich es auf. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Der nächste Film ist wahrscheinlich der mit den Unken. Ja, ich weiß es aber nicht. Ja, also, ja, schau mal. Die nichts planbar. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß. Danke fürs Anschauen. Wenn du rausgehen kannst, geh raus. Schau dich selber um. Ist wunderbar. In diesem Sinne, tschüss, ciao, servus, aus der Oberpfalz.